Eine Frage, die uns auch immer wieder erreicht, ist, ihr habt gesehen, dass Efeu sich irgendwo im Wald ausbreitet oder auch bei euch im Garten. Und die Frage ist dann immer, ja, schadet das den Bäumen eigentlich? Also ist das wirklich eine Gefahr für die? Und wir sind jetzt hier in dem natürlichen Habitat des Efeus. Wo fühlt er sich nämlich wohl? Genau dort, wo sich auch die Rotbuche sehr, sehr wohl fühlt. Also unsere heimische Baumart eigentlich. Und die braucht vor allem ein atlantisch geprägtes Klima, also eher ein feucht-mildes Klima. Und genau das braucht eben der Efeu auch. Deswegen haben wir auch in Ostdeutschland, wo wir in Teilregionen zumindest ein eher kontinentaler geprägtes Klima haben, weniger Efeu vorkommen oder auch gar keine Efeu vorkommen. Aber das ist ein Gerücht, was sich hartnäckig hält. Der Efeu ist keine invasive Anemophyt zum Beispiel, die sich bei uns ausbreitet, aus fernen Ländern zu uns gekommen ist, sondern eine heimische Art, die auch einfach zu den Buchenwäldern hier bei uns dazugehört. Und welche Strategie hat der Efeu jetzt? Also der nutzt eigentlich die Bäume nur als Stütze, um in die oberen Etagen eines solchen Waldes zu kommen, wo einfach mehr Licht vorhanden ist. Weil hier unten ist es ihm einfach zu dunkel. Und diese Wurzeln, die man hier auch so schön sieht, das sind aber wirklich nur Stützwurzeln, also mit denen er sich festhält. Der dringt nicht in den Baum ein, ist also kein Schmarotzer, der sich auch noch Nährstoffe und Wasser des Baumes zieht, sondern ihn wirklich nur als Stütze nutzt. Und da wächst er jetzt hoch oben in die Krone rein und versucht auch etwas von dem so wertvollen Sonnenlicht zu bekommen und eben Photosynthese betreiben zu können. Schadet das jetzt dem Baum? Also ja, wenn der Efeu wirklich oben reinwächst in die Krone, die sozusagen überwächst und dem dann oben das Licht klaut, dann würde das dem Baum tatsächlich schaden. Aber wenn man sich jetzt in die Rolle eines Efeus versetzt, wenn er jetzt wirklich jahrzehntelang gebraucht hat, um diesen Baum hochzuwachsen, oben in die Krone eingewachsen ist, den Baum überwächst und dem wirklich so sehr schadet, dass er der Baum nachher abstirbt, dann hat der Efeu ja auch nichts davon. Also dann kippt der Baum um. Der Efeu liegt auf dem Boden und den ganzen Weg, den er zurückgelegt hat, war eigentlich umsonst. Er hat sich in die Krone reingeschafft. Deswegen kann man eigentlich schon, wenn man einfach sich das mal überlegt, die natürliche Lebensweise so von einem Efeu anschaut, kann man da einfach schon darauf schließen, nee, eigentlich wird es dem überhaupt nicht helfen, wenn er hier seine Stütze verliert und diese Stütze umbringt. Und das ist auch das, wie man es beobachten kann. In natürlichen Wäldern, wo die Bäume, die Buche wird ja wirklich bis zu 40, in Teilen bis zu 50 Meter hoch. Und da kann der Efeu gar nicht mithalten. Der wächst zwar bis oben in Ansätze der Krone rein, kann auch etwas mehr Licht nutzen, aber der überwächst die nicht. Und deswegen ist er auch keine Gefahr für unsere heimischen Waldbaumarten. Also im Wald gehört Efeu einfach dazu, kann man einfach wachsen lassen. Natur, Natur sein lassen, wäre auch unser Motto. Würde ich ihn einfach in Ruhe lassen. Eine bisschen andere Situation ist es vielleicht im heimischen Hausgarten, gerade Obstbäume, die eben nicht so groß werden. Da kann der Efeu schon auch mal zu einer Last werden, also weil er dann auch wirklich die überwächst und denen wirklich viel Licht nimmt und damit auch viel Energie zum Wachsen. Da kann es wirklich sinnvoll sein, den Efeu auch zu entfernen und dann einfach unten kappen. Das wäre die Methode dann ja, im heimischen Garten. Ansonsten ist es aber so, überall da, wo man Efeu wachsen lassen kann, sollte man es auch tun, weil es eine total wertvolle Bienenweide auch, oder nicht nur Bienen, sondern Insektenweide. Der blüht nämlich in der Zeit des Jahres, wo ansonsten alles verblüht ist, nämlich so im August, September, also wo ganz viele unserer heimischen Wildstauden schon eben verblüht sind, auch die Obstgehölze schon längst geblüht haben und deswegen eine total wichtige Insektenweide und vor allem auch im Winter, wenn die Früchte sich dann bilden, die sind nämlich auch sehr spät erst reif, so im Spätwinter, Februar, März und das ist auch so eine Notzeit für unsere heimische Vogelwelt und die freut sich dann total über diese Efeu, diese Beeren, die der Efeu auch bildet, die auch für die Vögel sehr gut bekömmlich sind. Also deswegen überall dort, wo man Efeu wachsen lassen kann, einfach drüber freuen und ich finde es auch total interessant, wie der sich hier hochrängelt und liebe auch diese ja, Urwald-Atmosphäre, die der nochmal so ein bisschen unterstützt. Also eigentlich kann man sich über Efeu überwiegend freuen. Im Hausgarten kann es vielleicht mal ein bisschen eine andere Situation sein.